Hallo, willkommen hier zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man Kartoffeln kocht. Beziehungsweise nicht kocht, sondern einen Taquero-Spezial macht, ja, mit Kartoffeln. Zuerst brauchen wir natürlich Kartoffeln. So, nachdem ihr die Kartoffeln habt, nehmt ihr zum Beispiel eine, weil die sind jetzt leider nicht die saubersten. Und macht natürlich die sauber. Yay. Ja, ihr braucht, by the way, auch eine Schüssel. Die habe ich hier schon mal hingelegt. Ganz krass. Da könnt ihr, nachdem ihr sie gewaschen habt, natürlich erstmal reinlagern, damit ihr hier eure Arbeitsfläche nicht weiter versaut. So, nachdem ihr die Kartoffeln gesäubert habt, legt ihr sie wieder zur Seite und nehmt natürlich dann ein Messer zum Schneiden. Da haben wir ein gutes Beispiel für, ne? Mit dem Messer schneidet ihr die Kartoffeln in kleinen Scheiben. Juhu. So, nachdem ihr alles fertig geschnitten habt, müsst ihr ungefähr so aussehen. Dann geht ihr zu euren Fach des Vertrauens, holt euch ein bisschen Öl, nehmt das Öl, kippt ein bisschen Öl rein. Glaube ich schon fast zu viel. Packt das wieder weg. Geht dann zu eurer Pfeffermühle des Vertrauens. Nehmt euch ein bisschen Pfeffer. Knallt euch ein bisschen Pfeffer rein. Und natürlich unser Gold, nämlich Salz. Da mache ich in der Regel zum Beispiel 2 Löffel rein. So, nachdem alles drin ist, müsst ihr das natürlich ein bisschen vorbereiten, weil es ist, jetzt, ist alles oben, ne? Macht ja keinen Sinn. Deswegen müsst ihr jetzt ein bisschen wackeln, ein bisschen durchrühren, was auch immer. Eure Technik ist gefragt, ihr seid Profis natürlich mittlerweile und ja, wir sehen uns gleich wieder. Nachdem alles ein bisschen verteilt ist, geht ihr zu eurer Heißluftfritteuse, die ihr natürlich alle zu Hause besitzt, und kippt die Kartoffeln einfach hinein. Das habe ich jetzt nun gemacht. Teile das jetzt nochmal ein bisschen flächentechnisch, packt die jetzt rein. Pack sie rein und stelle dann dementsprechend auf 20 Minuten und 180 Grad. Das müsst ihr natürlich bei euch jetzt selbst durchtesten, was bei euch natürlich das Optimum der Zeit sowie Gradanzahl ist. Und das heißt jetzt ab jetzt nur noch warten. So, die Zeit ist abgelaufen und voilà, Essen ist fertig, serviert und kann direkt gefuttert werden. Nice. Das war's mit dem Video. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüssi und reingeguckt.